Tage die Magistratsabteilung 14, also die operative IT-Abteilung der Stadt Wien, neu aufgestellt, genau unter diesem Blickwinkel. Bei uns geht es genauso um dieses Thema, wie können wir die Kundinnenwünsche, und das sind natürlich auch bei uns die Fachabteilungen, viel, viel schneller erfüllen. Wir haben eigentlich eine sehr hohe Awareness in den Fachabteilungen für Digitalisierung, die wollen. Und diese Chance müssen wir jetzt nutzen, dass wir im IT-Bereich viel, viel innovativer werden, viel, viel rascher werden. Schnell mit Innovationen beim Kunden sein, wir wollen schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren. Und wir sind der Meinung, wir haben hier einen Weg auch für so ein 177 Jahre junges Unternehmen gefunden, mit Schnelligkeit im Markt, mit Businessbedürfnissen umzugehen. Our legacy systems are not our friend. It becomes an inhibitor for the future. It inhibits your agility, your ability to be able to move quickly. And in our particular case, because of the way we were organized, I mean, I've got Oracle platforms in the US and SAP platforms in Europe. And while we have SAP in Europe, they're different platforms at different ages. Some aren't even technically supported anymore from SAP. And it's called a convergence strategy. So we're taking the best of what we have. And for example, we are in the process of replacing all of our legacy systems in Canada with the platform that we have in the US. So we've imported that into Canada. We're building out some additional capability in Canada to replace some old architecturally difficult applications to support, and then eventually we'll bring those new capabilities back into the US, and then we will eventually deploy it to Europe. Was derzeit im Bereich des Network Function Virtualization passiert ist, dass sich die Telekommunikationsindustrie der IT-Industrie entwickelt. Das bedeutet, dass die Delivery-Modelle der IT zu anwenden. Das ist ein extrem invasiver Vorgang für uns als Organisation. Der Vorteil ist einerseits, dass wir hier die Effizienz der IT, der Massenproduktion nutzen können. Aber es gibt einen zweiten, der ist noch viel wichtiger. Wir werden agiler dabei. Immer dann, wenn ich einen Monolithen habe, dann bin ich hier full stack von einer Welt abhängig. Jetzt wird die Kernproduktion der Telco wieder eine Applikation. Machen dieser Kampagne ist einerseits, und das startet morgen, Sie kriegen morgen hier das Wirtschaftsblatt angeliefert, darauf aufmerksam zu machen, dass das fast täglich mittlerweile stattfindet, also dieser Datendiebstahl laufend stattfindet. Wir haben die größten Cases der vergangenen Wochen und Monate einfach mal aufgelistet und auch die Schadenshöhe skizziert. Wir haben mit Ministerien gesprochen, die dann in diesen Interviews zugegeben haben, dass das auch im öffentlichen Bereich passiert. Was kann man mitnehmen, wenn man will, aus dem Ganzen? Nachfrage und Fähigkeiten sind nie in Balance und das ist gut so. Wenn wir mehr Fähigkeiten als Nachfrage haben, dann können wir Fähigkeiten abbauen. Wir verlieren unsere Jobs. Ja? Also es ist gut, dass Nachfrage höher ist als die Fähigkeiten. Das führt aber auch dazu, dass wir uns entscheiden müssen, woran wir arbeiten. Dass es über viele Jahre geheißen hat, eine gute IT ist die, die man nicht merkt. Das ist allerdings dann schwer, dieses Schulterklopfen zu bekommen, das man ab und zu braucht. Und für dieses Schulterklopfen haben wir uns für zuständig erklärt und machen das jetzt seit einigen Jahren. Und der Zuspruch zeigt, dass es dieses Bedürfnis sehr, sehr wohl gibt und dass das was Wertvolles ist. Was ist, macht Sie aus Ihrer Sicht zum Top-Zero? Ja, man versucht natürlich dem Unternehmen zu helfen, in der Digitalisierung weiterzukommen. Die Dentalindustrie ist eine, die sich stark digitalisiert. Und wir wollen natürlich in der IT mithelfen, dass das auch gelingt und das Unternehmen natürlich auch nach vorne bringen. Prinzipiell muss ich jetzt mal korrigieren, es sind 55.000 Hektar Wald und Wiesen, nicht 50.000. Naja, wir machen unsere Arbeit, also wir servicieren als zentraler Dienstleister die Estasi Unternehmensgruppe. Der Christian Lehm hat es gesagt, sehr vielfältig, jeden Tag eine Challenge aufs Neue, ziemlich viele Projekte und die Estasi-Gruppe ist eine sehr dynamische und da passe ich mit meinem Team sehr gut hinein, wobei diese Auszeichnung als Top-CIO ist ja keine Leistung von mir, sondern eine Teamleistung von meinen drei Mitarbeitern und ich gebe diesen Dank und diese Auszeichnung selbstverständlich weiter. Super, danke. Durch Beschäftigung
mit neuen Technologien und mit ähnlichen Branchen oder Anwendungsfällen kommen einem über Analogieschlüsse auch die Überlegungen, wie kann ich das im eigenen Unternehmen, wie könnte ich im eigenen Unternehmen hier einen Mehrwert schaffen. Aber die Fähigkeiten und Fertigkeiten sind schon sehr stark ausgeprägt im Hinblick auf Geschäftsprozessanalysen, im Hinblick auf Innovationsmanagement, im Hinblick auf so ein bisschen die Szene verfolgen und dann aus einem Traum Realität machen. Also ein bisschen das auch im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit transformieren und die Frage im Unternehmen zu überzeugen. In Zukunft einen, ich habe es hier, zuvorkommenden Einkauf haben. Man wird bereits voraussagen, was wir einkaufen wollen. Willkommen in der Informationsgesellschaft. Hier arbeiten wir eben an diesen Dingen, zu erkennen, was der Kunde jetzt oder morgen haben möchte oder auch für ein Unternehmen irgendwas nicht stimmt. An dieser Stelle lobe ich unsere Partner SAP Hitachi und neuerdings XMTech, mit denen wir hier wirklich eine tolle SAP HANA-Infrastruktur bei uns haben, wo wir weitere Geschäftsprozesse aufsetzen, um hier auch in dieses Customer Activity Thema reinzusteigen. Es hat mich völlig überrascht, dass die IT-Manager und die IT-Führungskräfte sich selbst bei der Automatisierung von Prozessen als nur wenig zufrieden einschätzen, aber dieselbe Automatisierung auch in Zukunft, Stichwort digitale Prozesse, für wenig wichtig halten. Ich halte das für eine exorbitante Unterschätzung von diesem Faktor. Die Tatsache, dass ich aus den Applikationen Tasks, Aufgaben machen kann, die man dann in einer Workflow-Engine automatisiert. Und unsere Eindrücke vom österreichischen Markt wären gewesen, dass entweder hätten alle Unternehmen schon automatisiert oder es ist noch nicht wichtig genug, aber jetzt würde sich herausstellen, dass es auch in Zukunft nicht wichtig wäre. Ich kann es nicht glauben. Alle Daten in den anderen Unternehmen sprechen dagegen, in den anderen Ländern sprechen dagegen und da ist meiner Meinung nach ein blinder Fleck, also den, wo viel hergeschenkt wird auch. Wir haben immerhin 5 verschiedene Produktionen, 2 Logistikeinheiten, die komplett andere Anforderungen hat. Wir haben zwar 100 Außendienstmitarbeiter, aber in den verschiedensten Divisionen wollen jeweils 15 ganz andere Dinge von uns. Und die Herausforderung ist hier, gemeinsame Lösungen zu schaffen, den Mehrwert zu schaffen und das zu Kosten, die den Eigentümern auch sichern, dass die nächsten Generationen auch noch davon leben können. Ja, danke. Was hat mich motiviert? Ist eine tolle Veranstaltung, muss ich jedes Jahr wieder sagen. Ich bin jetzt schon das 5. Mal jetzt war es dabei. Die Kollegen haben mich überredet, letztes Jahr das erste Mal einzureichen. Das hat gleich gut funktioniert mit der Auszeichnung, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Vielen Dank dafür. Wenn meine Mitarbeiter das nicht inhaliert haben und nicht umsetzen und wenn ich vielleicht auch Machtstrukturen in meinem Unternehmen habe oder Führungsstrukturen, die dazu nicht passen, dann wird das alles nicht funktionieren. Weil Sie können nicht sagen, jetzt habe ich 2 Stunden an den Kunden hingeredet und der hat nicht den Umsatz generiert. Funktioniert nicht. Oder ein Techniker, der kann in 2 Minuten eine Lösung gefunden haben, aber er kann nach 2 Stunden immer noch der Müll sein. Also Gedankenarbeit ist in der Produktivität nicht zeitverschwendet. Ja.
gar nicht so schwierig, wenn man sein IT-Team so aufbaut, dass wir großes Immobilien-Know-how in der Abteilung haben und hier alle diese Vorgaben, ob das Mietvorschreibungen, Betriebskostenabrechnungen, Asset Management im Team als Know-how implementiert hat. Dann ist das nicht so schwierig. Gratulation! Jetzt wollen die Leute wieder was hören, was nach Technik klingt. Wir können sie Technik A durch Technik B ersetzen, können so weitermachen wie bisher, brauchen sich nicht mehr zu ändern. Und das wird diesmal nicht funktionieren, weil der größte Teil der Arbeit, nachdem die Maschinen uns die ganze materielle Arbeit abgenommen haben, der größte Teil der Arbeit ist Gedankenarbeit. Planen, organisieren, beraten, Probleme lösen. In dieser gigantischen Wissensflut das Wissen rauszusuchen, was ich brauche, beim Problem zu lösen. Aber wenn jetzt der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit ist, wissen wir eigentlich, wovon produktiver Umgang mit Wissen abhängt? Wie können wir produktiven Umgang mit Wissen steigern? Und bei welchen Themen werden wir landen, bei welchen Führungsthemen wir werden landen? Beim Sozialverhalten. Weil das Sozialverhalten, die Fähigkeit, Wissen zusammenzutun, das bestimmt den Wohlstand. Gerade mittelmäßige Leute, die gut genug zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitszeit zusammenzuführen. Also Wohlstand in Zukunft ist eine systemische Leistung. Hi, Management Generation Y. Das sind die netten, hochqualifizierten Bewerber, die im zweiten Satz sagen, wie sieht das bei Ihnen im Unternehmen aus mit der Work-Life-Balance. Und bitte täglich Feedback-Runde im Sesselkreis. Wir reden über Digitalisierung, wir reden über die Chancendigitalisierung, wie toll das Ganze alles ist. Aber Faktum ist es, gerade wenn ich im Hause innerhalb der IT oder auch der Operation Technology sehe und denke, dahinter steht die Fragestellung, haben unsere Mitarbeiter eigentlich tatsächlich die Skills, die sie benötigen, um das durchzuführen, dass das können und noch gravierender, wollen sie überhaupt? Ich behaupte, wir brauchen eine gewisse Punk-Mentalität. Punk steht natürlich, ich brauche eben so Abkürzungssektor, sonst merken Sie es jetzt nicht. Da habe ich es entwickelt speziell für Herrn Genzo, dass Sie auch was mitnehmen können. Da hat er mir am Schluss hergegeben, weil das nimmt man sich gut mit. Punk, Power Up, Nerd Know-how. Was steckt dahinter? Wo ist der große Unterschied zwischen Amerika und Europa? In Amerika werden Nerds geschätzt. Faktum ist es. Es liegt in der letzten Konsequenz daran, gelingt es Ihnen, die Mitarbeiter, die Organisationsseite zu bringen, dass sie das wirklich unterstützen will, weil sie die Chancen sieht und nicht die Risiken und die Gefahren für sich selber. Ja, ich freue mich riesig darüber. Ich habe das ja viele Jahre lang versucht und jetzt stehe ich da oben und das ist ganz toll. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich bei den Interviews der Skifahrer besser aufgepasst, was mein Sohn Augenblick sagt. Ja, ich kann das Gleiche sagen, ich bin nicht vorbereitet, ziemlich aufgeregt. Bedeutet extrem viel für mich als Person und ich glaube für uns als Team in der Allianz Gesamtschaft. Wir haben da über Jahre hindurch viel investiert, unseren Markt zu bewähren. Wir haben eine große IT-Infrastruktur, Peter Lenz hat erzählt, wie groß das im Unternehmen in dieser Größenordnung einfach ist. Umso mehr eine Riesenfreude, einem so einem Team vorstehen zu dürfen. Und ich glaube, dem Team gebührt ein solcher Award auch und den nehme ich gerne entgegen. Sage ich vielen Dank. Danke. Das ist nicht schwer.